Zusperren bitte, genau. Das ist ganz wichtig. Dass hier keiner mehr rauskommt. So, grüß Gott. Ich würde ganz gerne heute euch Dinge zeigen, die ich fürs Backend gebaut habe, wie man Formularfelder im TCA manipulieren kann, oder im TCA manipulieren ist vielleicht falsch ausgedrückt, wie man eigene Render-Types erzeugen kann, wo man dann entweder Informationen ausgibt oder halt möglicherweise einen eigenen Wizard implementieren kann für Dinge, die man im TCA oder im Backend gerne zur Verfügung stellen möchte. Zunächst zu mir. Ich bin Volker Kemeta, arbeite in Wien für die Firma Sub7. Manchmal bin ich ein Full-Stack-Entwickler, manchmal bin ich ein Full-Stack-Entwickler, meistens bin ich ein Full-Stack-Entwickler, vorwiegend bin ich aber auch ein Freigeist. Und ich mag meinen Job ziemlich gerne. Erster Punkt ist eigentlich relativ simple Informationen im Backend anzeigen. Also, was ist, wenn ich dem Redakteur ganz, ganz einfache Informationen an bestimmten Positionen im Backend anzeigen möchte? Fragezeichen sehe ich jetzt über den Köpfen. Ich werde dazu später dann noch Beispiele oder ein Beispiel zeigen. Klassisches Beispiel ist, ich lege einen Datensatz an, der ist noch als neu deklariert und über Display Conditions blende ich eine Information ein, die dem Redakteur helfen könnte, was da eventuell nach dem Speichern noch passiert. Ganz, ganz einfacher HTML-Code, der ausgegeben wird, aber eben dort, wo normalerweise ein Inputfeld ausgegeben werden könnte. Die Vorteile sind, ich muss nicht über Flash-Messages irgendwas arbeiten, nachdem ich gespeichert habe, und ich kann diese Informationen über die Display-Conditions ein- und ausblenden und ich kann sie konfigurierbar machen. Das würde in etwa so ausschauen. In dem Fall ist es ein neuer Datensatz, der angelegt wurde. Da gibt es einen CSV-Import in dem Fall und der CSV-Import soll dort aber noch nicht stattfinden. Deswegen gebe ich die Information aus. Importfunktion gibt es erst, wenn du gespeichert hast. Und nachdem ich gespeichert habe, ist diese Information weg. Normalerweise ist dann dort ein Inputfeld, das zeige ich nachher auch noch. Ja. Die Implementierung ist relativ simpel. Ich habe im TCA eine Column erzeugt. Okay. Den Code kann ich aber, den zeige ich gleich sowieso noch komplett in hell. Ah, okay. Gut. Also ich habe eine relativ einfache Column erzeugt mit einer Konfiguration. Type User könnte man aber auch Type Input machen zum Beispiel. Und als Render Type habe ich einen eigenen Render Type erzeugt. Wie ich den implementiere, zeige ich gleich auch noch. Dem kann ich Parameter mit übergeben. Und die kann ich dann natürlich für überall da, wo ich diese Column konfiguriere, kann ich den Parameter natürlich anpassen. In meinem Fall war das halt so, ich habe diese Column halt in einem bestimmten TCA eingebunden und habe dann da den Text implementiert und über die Display Condition halt nur dann eingeblendet, wenn der Datensatz also neu ist, noch nicht gespeichert ist. Ein zweiter möglicher Anwendungsfall ist, ich habe ein Textfeld, in dem ist ein JSON-Code drin, also kann mehrzeiliges Inputfeld sein oder einzeiliges Inputfeld. Dort werden Daten gespeichert. Ich möchte aber nicht, dass der Redakteur dort JSON eingibt, sondern ich möchte ihm unter Umständen einen Wizard zur Verfügung stellen, wo er die JSON-Daten einfacher bearbeiten kann über irgendwelche fancy Wizards, JavaScript-Lösungen, wie auch immer. Ich habe die Möglichkeit, über die Node-Registry JavaScript dazu ins Backend zu injecten und CSS ins Backend zu injecten und kann dann damit meine Formulare manipulieren. Zeige ich gleich auch noch. Ist ganz, ganz einfach. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Im Grunde genommen ist alles das, was ihr hier seht, diese Formularfelder, im Grunde genommen steckt dahinter ein einzelnes Input-Textfeld und ich über JavaScript mache aus dem JSON, was da drin steht, halt mehrere Inputfelder und lasse dem Redakteur halt die Möglichkeit, die Optionen, die ich ihm zur Verfügung stelle, einfacher zu bearbeiten. Da ist die Implementierung relativ einfach, genauso wie gerade auch schon. Ich habe hier in dem Fall auch einen eigenen Render-Type erzeugt, der nennt sich JSON.
Und der macht nichts anderes, als dass ich JavaScript implementiere über den PageRenderer und CSS. Und dann passiert dahinter einfache JavaScript-Logik. Zeige ich gleich auch noch. Ein dritter Anwendungsfall, wo ich leider kein Beispiel für habe, wäre erweiterte Informationen. Also da ist wirklich nur die, also eure Kreativität Grenzen gesetzt. Das heißt, ich möchte zum Beispiel dem Benutzer im Backend Daten von externen Services anzeigen lassen, von einer REST API oder von irgendeiner anderen Quelle, dann habe ich damit auch die Möglichkeiten, dass ich ihm an einer bestimmten Stelle im TCA Informationen anzeigen kann, die er gar nicht bearbeiten muss. Also sie werden nur dort angezeigt zum Beispiel. Oder ein Anwendungsfall, den ich hatte, den ich aber nicht zeigen kann, ist ein dynamisches PDF, das heißt eine PDF-Vorlage, und über Textfelder werden Texte auf dem PDF platziert. Und von diesem generierten PDF habe ich ein Vorschaubild auch direkt im Backend dem Benutzer zur Verfügung gestellt. Das war recht hilfreich für den Benutzer, weil er dann sehen konnte, ob die Texte auf dem PDF richtig platziert wurden. Ja, jetzt würde ich ganz gerne ein wenig Code zeigen. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Fangen wir mit dem einfachen Beispiel an. Das ist das, was ich gerade gezeigt habe. Kann man das sehen ein wenig? Ich habe hier Datensätze, ganz einfache Relation. Da erzeuge ich eine neue Relation und das ist eben dieser CSV-Import, wo ich sage, kannst du erst nach dem Speichern. Das Ganze habe ich wie folgt implementiert, da bin ich richtig, genau. Index.tables.php. Falsch. Next.local.conf. So, view. So. Das ist eigentlich die Implementierung von so einem Node-Registry-Eintrag. Dem gebe ich einen Node-Name, das ist dann der, wo ich unter Render-Type angeben kann. Es wird nach der Priorität abgearbeitet, also die höchste Priorität gewinnt dann tatsächlich. Wenn ich also einen Render-Type überschreiben will, muss ich dem lediglich eine höhere Priorität geben. Und da die Klasse, die ich registrieren möchte für diesen Render-Type, verzeiht mir meine langsame Arbeitsweise, aber ich bin mit der Präsentierung nicht wirklich firm. So, hier in meinem TCA, das ist das, was ich gerade eh schon gezeigt habe, sage ich RenderType Simple Information Block. Das ist der RenderType, den ich in der Ext.local.conf konfiguriere, den spreche ich dann da an. Das ist wirklich eine ganz einfache PHP-Klasse, die nur ein Result-Objekt, eine Result-Array zurückgibt, und in dem HTML ist im Grunde genommen das möglicherweise Formular oder die Information, die ihr zurückgeben wollt, und die wird dann hier ausgegeben. Das ist das einfachste Beispiel. Ein etwas komplexeres Beispiel ist dann eben dieses Beispiel. Auch hier über die Node Registry den Node Name JSON registriert mit dieser Klasse. In meinem TT-Content-Overrides habe ich die Spalte deklariert mit dem Render-Type JSON. Das ist ein ganz einfaches Input-Field. Ich kann das auch noch mal kurz auskommentieren. Kann man das eigentlich alles erkennen oder ist es zu klein? Ja? Okay. Also das kann ich doch auch so machen, oder? So. Also da ist meine Spalte, die ich in der TT-Content global deklariert habe.
ist ein ganz normales Input-Feld. Ich habe den Render-Type jetzt mal deaktiviert. Ja, also wenn ich das jetzt mal neu lade, dann habe ich da ein ganz einfaches JSON drin. Und jetzt will ich aber nicht, dass der Redakteur hier irgendwie Dinge ändert, weil das kann man ja keinem zumuten. Dafür gibt es dann eben den Render-Type JSON. Das ist der Code dafür. Im Grunde genommen extende ich den Abstract-Node und da ist auch eine Factory-Klasse von der Form-Engine, glaube ich, mit drin. Wenn ich jetzt was Falsches erzähle, möge man mich bitte verbessern. Ich kann dort ein View-Objekt instanzieren für ein Template zum Mitgeben, dem kann ich Parameter mit übergeben. Also das ist auch das, was ich gerade gesagt habe. Ich kann jetzt in der Klasse kann ich wirklich alles tun. Ich kann dort externe Daten fetchen, ich kann dort Daten aus der eigenen Datenbank fetchen, manipulieren, um die dann dem Template zu übergeben, um diese dann auszugeben. Das Result Array, was ich zurückgebe, beinhaltet in dem Fall ein Require.js-Modul, was im Grunde genommen bei mir kein wirkliches Require.js irgendwas ist, sondern wirklich einfaches jQuery, weil ich von JavaScript nicht allzu viel Ahnung habe. Stylesheet-Files hänge ich noch mit dran in das Result Array und das HTML-Template. So, also im Grunde genommen da mein JSON-Node-HTML, was ich noch mit ausgebe. Das ist ganz einfaches HTML, wo ich die Optionen zur Verfügung stelle und mit meinem minimalen Wissen an JavaScript baue ich aus diesem JSON dann, aus diesem Inputfeld dann das. Und ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, bitte das von irgendwas auf irgendwas und kann das speichern und im optimalsten Falle kann ich das dann auch zeigen. Also ich habe jetzt da die Animation kurz geändert. Ja. Das habe ich deswegen gemacht, weil diese Animationsbibliothek ein JSON von mir erwartet und ich keine Lust hatte, für den Bereich eine irre Relation anzulegen, weil ich nicht wusste, wie viele Spalten brauche ich, kommen Spalten hinzu, fallen Spalten weg. Das war mir einfach alles zu mühsam und zu blöd und deswegen habe ich gedacht, baue ich mir lieber dafür einen eigenen Render-Type, wo ich relativ offen bin, weil was ich in den JSON dann speichere, ist dann letzten Endes auch wurscht. Da können dann auch gerne Spalten hinzukommen oder Spalten wegfallen. Ja, so viel mal dazu. Gibt es irgendwelche Fragen dazu im Speziellen? Keine. Versteht ihr, was ich da tue? So halbwegs. wo legst du die? Du hast auch eine Klasse für die Node-Factory, eine Vor-Engine-Klasse dann angelegt, die das. Genau, ja. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen verpasst. Genau. Warum ist denn das so groß? Alter. ja, also in unserer Theme-Extension in der Classes. Nodes, JSON-Node, da ist sie eigentlich drin. Wichtig ist, also es steht auch in der Dokumentation für die Node-Registry. Ich hatte vorher, weil ich die Dokumentation natürlich nicht gelesen habe, habe ich über den Page-Renderer JavaScript und CSS reingeladen. Da hat man mir aber gesagt, oder da habe ich dann später gelesen, mach das nicht, weil wenn du nämlich diesen Render-Type in einer Irre-Relation verwenden würdest und über die Irre-Relation über Ajax nachgeladen werden, dann wird das Internet explodieren. Und deswegen soll man das mit dem Result Array und dort gibt man halt die Assets noch mit hinzu. Genau. Das ist ein kurzer Talk, gell? Gibt es noch weitere Fragen? Also alles in allem ist in der, wenn ich jetzt hier nochmal auf den
Abstract Node, wieso kann ich da nicht draufklicken? Der implementiert das Node-Interface und wichtig ist ja die Render-Methode irgendwo, die wird ja im Interface beschrieben. Ich wollte eigentlich drauf gehen, gell? Was muss das eigentlich sagen? Genau, die erwartet ja letzten Endes nur die Render-Methode, das ist eigentlich das einzig Wichtige, was man braucht in der eigenen Klasse, die man eben von der Abstract-Node-Methode extendet. Und in dieser Render-Methode kann ich im Grunde genommen alles tun und das dann an mein Template weitergeben. Und das kann ich dann tatsächlich ausgeben, wo ich will und was ich will. Ich kann dort, wie gesagt, Formulare ausgeben, Formularfelder ausgeben, die es noch nicht gibt. Ich glaube auch, dass zum Beispiel es möglich, also es ist ziemlich sicher möglich, dass ich da noch Bildmanipulationen auf den vorhandenen Cropper, Image-Cropper aufsetzen könnte oder ja, wie gesagt, Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt eigentlich. Wenn es keine Fragen mehr gibt, kann ich euch eventuell noch was anderes zeigen, damit der Talk nicht gar so kurz ist? Hat auch ein bisschen was mit Backend-Improvements zu tun. Kennt ihr ja schon. Und zwar, ich schließe das mal. Und zwar im Backend eines Projektes, habe ich ein Backend-Layout. Ich habe dort in den User-Eigenschaften, in den Seiteneigenschaften habe ich Relationen und ich wollte es dem Redakteur möglich machen, diese Relationen nicht unbedingt über die Seiteneigenschaften zu bearbeiten, sondern dass er diese im Backend-Layout gleich zur Verfügung gestellt bekommt. Weil ich fand das eine recht nützliche Implementierung, dass der Redakteur sieht, ah, okay, ich habe dort Relationen auf dieser Seite, die werden auch genau in dieser Position ausgegeben im Frontend. Und der Redakteur hat die Möglichkeit, diese Relationen gleich hier zu bearbeiten. Ja. Und noch welche hinzuzufügen? Und nein, das kann er in dem Fall, glaube ich, nicht. Ich habe da ehrlich gesagt nichts. Ich traue mich jetzt nicht draufdrücken, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das noch nie ausprobiert, bin ich ehrlich. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Die Implementierung war da ein wenig aufwendiger, sage ich ja mal, weil ich hier mit einem mit X-Class arbeiten musste. Ich habe einen Page Layout Controller erweitert. Ist es der? Ich glaube, der ist es gar nicht. Das ist eine eigene Extension, stimmt ja. Ja, genau, da sind wir daheim. Page Layout View habe ich erweitert. Im Grunde genommen, es gibt in dem Page Layout View gibt es GetTableTTContent. Und dieser Methode habe ich einen Hook hinzugefügt. Und zwar InjectEmptyCorpusHook. Den kann man dann ansprechen. Den Code vielleicht noch ein bisschen suchen. Ja. Also nochmal ganz nach oben gehen. Also das ist die Page Layout View Datei aus dem Core, die habe ich mit X-Class überschrieben, weil es gibt für diese Art von Manipulation gibt es keine Möglichkeiten und da habe ich in dem Fall für die 8.7er Version ganz unten an der richtigen Position. Habe ich einen Hook implementiert, den ich ansprechen kann. Der Hook nennt sich irgendwie DrawCorpus heißt dieser Hook. Und dort kann ich dann halt eine entsprechende Klasse hinzufügen. Das mache ich über die xlocalconf. Dort habe ich dann
einfach eine einfache Klasse, mit der ich dann auch alles machen kann. In dem Fall rufe ich mir Informationen aus meiner eigenen Seite ab und gebe die dann dem Template wieder. Also in der Extension ist es natürlich nur ein Beispielcode. Classes, Hooks, Backend, Page Layout View, genau. Hier rufe ich mir meine Informationen aus den Seiten ab und meine Kurse und Formulare und all das und gebe das entsprechend an das Backend Layout zurück und habe dann die Möglichkeit, diese Informationen hier zu manipulieren. Eigentlich ist dort keine Callpost, ich kann ganz kurz noch zeigen. Configuration, TS-Config, Backend Layouts. Da. Das ist mein Backend Layout und irgendwo habe ich keine Callpost vergeben. Da. Nee, da nicht. Sidebar Slide, Kursprogramm Info. Da habe ich keine Callpost vergeben. Und in dem Fall weiß ich, dass ich dort Inhalte eben im Backend ausgeben möchte und das erledigt dann der Hook. Dafür gibt es auch eine Extension, die nennt sich Empty Callpost Hook. Empty Callpost Content, so heißt diese Extension. Gibt es auf GitHub und gibt es für Version 8 und für Version 9. Gibt es dazu Fragen eventuell? Nein? Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum man das so kompliziert machen muss. Weißt du, wie man sonst Relationen im Backend-Layout ausgeben kann auf einem anderen Weg, die keine Content-Elemente sind? Okay, gut. Also es geht darum, in dieser Backend-Preview, ja. Naja, Daten aus den Seiteneigenschaften aus. In dem Fall habe ich hier Relationen und diese Daten gebe ich in dem Fall tatsächlich da aus, wo sie auch im Frontend ausgegeben werden. Der Redakteur weiß in dem Fall, aha, okay, die Kursprogramminformationen kommen nach den Kursinhalten. Wir können das kurz im Frontend mal anschauen. Gegenfrage, wo sonst? In dem Fall haben wir für Kursprogramme einen eigenen Page-Type gemacht und wir haben nicht den Sinn gesehen, dafür eine eigene Extension zu schreiben, sondern das dann als Relation der Seiteneigenschaft hinzuzufügen, damit man kein Plugin hinzufügen muss. Also das hat uns besser gefallen in dem Fall, es war ein charmanterer Ansatz. Wir arbeiten viel mehr mit Page-Types als mit irgendwelchen Plugins oder ähnlichem. Ja, wir machen einfach Content-Elemente, die halt quasi irre sind, dass die Datensätze zentral abgelegt sind. Also im Grunde genommen nichts anderes ist als ein Plugin, genau. Du hast ein Container-Element, das du dann hinzufügst, ja. Und dann siehst du die aber auch auf der Seite. Also, ja. Wir haben aber auch Situationen, wo wir eben das in den Seiten Eigenschaften machen, und dafür finde ich das eigentlich jetzt ganz schön, weil die Redakteure halt immer angehen und sagen, oh, da ist ein Kontakt drauf, wirklich, sehen aber nicht. Hm. Natürlich kann man, wenn man Content-Element baut, auch mit den Backend-Preview-Templates arbeiten und kann dort natürlich das auch so machen, dass es ausschaut wie im Frontend dann letzten Endes. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Philosophiefrage, ob man das jetzt in den Seiteneigenschaften ablegen möchte oder als Content-Element ablegen möchte. Columns einfach haben mit diesen Informationen.
Informationen und da war es einfacher, darauf zuzugreifen. Und ist es wichtig, diese Informationen im Backend-Layout zu haben? Ist es für den Redakteur relevant, dass er die hier gleich sehen würde? Wäre sicherlich schön, ja. Dann wäre das genau der Anwendungsfall. Wenn er dann sieht, ah ja, ich habe ja dort irgendwie Inhalte. Aber die Frage, wie gesagt, die kommt immer wieder. Ja. Und die Leute verstehen auch nicht, warum wir es in die Seiteneigenschaften packen und eben nicht als Content-Elemente. Das hatte eben diesen Nutzen, dass wir daraus quasi ein Menü bauen konnten, was anders für uns nicht möglich gewesen war in dem Moment. Mhm. Also bei uns war es tatsächlich wirklich nur der Hintergrund, dass wir keine Plugins verwenden wollten, sondern das in den Seiteneigenschaften, weil wir mit Page-Types arbeiten. Und ja. Sonst hätte man das natürlich auch einfacher machen können über ein einfaches Plugin, dann sehe ich dort auch, welche Sachen dort die Relationen sind. Das ist so ein bisschen, also ich finde die Informationen, so, dass die jetzt quasi zwischen Content-Elementen angezeigt werden, das finde ich jetzt so ein bisschen verwirrend. Ich hätte jetzt, weil das ist ja eine Seiten. Ja und nein. Also sie wird am Frontend tatsächlich genau dort ausgegeben. Okay. Also das ist jetzt hier, ich bin jetzt da, habe ich die Kursinhalte ausgegeben und da habe ich tatsächlich diesen einzelnen Kurs, der hier im Backend auch genau dort ist. Genau. Okay, alles klar. Das war der eigentliche Hauptgrund. Bearbeiten kann man dort auch dann nicht, warum es durch doch. Bearbeiten geht, nur neu anlegen habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, ob das... Soll ich mal machen? Ist ja eh die Testinstanz. Ich habe alles gespeichert hier. Ja, geht eh nicht, schau. Ja. Ja, so viel dann noch dazu. Jetzt haben wir immer noch eine halbe Stunde Zeit. Was? Viertelstunde. Na gut, kann ich noch irgendetwas zeigen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu irgendwas von den Dingen, die ich jetzt gerade gezeigt habe? Oder ist es alles so einleuchtend? Ist alles einleuchtend. Ja, das mit dem mit der Form Engine und der Node Registry mal nachbauen. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass das straightforward ist mit wie man die Klassen registriert und so. Genau, ja. Also da kann ich auch gleich nochmal hingehen. Also das da ist tatsächlich absolut laut Dokument, also ist in der Dokumentation einfach zu finden über die Node Registry. Und wie dann so eine Klasse auszusehen hat, beziehungsweise was die zurückgeben muss, ist auch gut in der Dokumentation beschrieben. Ja. Also ich habe fälschlicherweise eben zu Beginn mit dem PageRenderer dort gearbeitet und habe dort dann ein JavaScript reingehängt mit dem PageRenderer. Hat auch funktioniert, aber ich habe halt auch mein dieses Element nie in einer Irre-Relation verwendet. Deswegen ist es auch nie explodiert. Wenn man dann über Ajax irgendwas nachlädt, dann wäre das nicht so gut. Ja. Deswegen sollte man das über das Result Array, da gibt es, da ist es, oder das. Ja, genau, da steht es eh drin. Und man hat halt auch Zugriff auf im Grunde genommen alle Seiteninformationen auf das, also ich habe zum einen Zugriff auf das, auf die eigentliche Spalte, die ich dort eventuell hinzugefügt habe, wie bei meinem JSON-Wizard in Anführungszeichen. Wenn man kein Content-Element hinterlegt hat, habe ich Zugriff auf die Seiteninformationen, die wird komplett mitgeliefert. Ja, und kann halt auf Basis dessen alle machen und da steht es halt eben auch drin, dass man JavaScript und CSS, irgendwo habe ich das gerade gelesen, each container, bla, ja genau. Irgendwo habe ich das gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr wo.
Ah ja, da war's. Das Result Array, genau, das ist es. Nein, da auch nicht. Ist gerade blind. Auf jeden Fall da auf der Seite steht es, das, wie man eben, also das ist das Result Array, was man zurückgeben sollte. Ja, und dann kann man das ans Template übergeben oder man kann halt, wenn man sich die Formulare, die der Core verwendet, anschaut, die verwenden ja keine Templates, die haben ja tatsächlich den HTML-Code in den PHP-Dateien drinnen. Kann man so halt dann auch machen. Ist ja letzten Endes dann auch wurscht. Genau. Das war's schon von meiner Seite. Wenn ihr keine Fragen habt, dann seid ihr entlassen.